Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play I Am Alive. Und wir gucken mal kurz in unsere Mission. Wir sollen nämlich die Mutter von May retten, Hotel erreichen, um Mays Mutter zu retten. Und die wird da festgehalten, die arme Frau. Und als wir das in der letzten Folge erfahren haben, dann konnten wir gar nicht anders, als irgendwie und der kleinen armen May zu helfen. Und ich will echt nicht wissen, was sie da im Hotel mit der machen. Adam, warum schaltest du dein Licht aus? Oh mein Gott. Da vorne bewegt sich was. Ach du Scheiße. Hör ich doch jemanden. Gut, dass wir einen Bogen haben. Komm schon. So. Ich habe ich. So, und ich auch. Komm, Adam, hol dir schnell die Pistolenkugel. Der Gasfächer. Ach du Scheiße. Und draußen ist noch einer. Meine Fresse, die Nacht ist voller Gefahren. Alter. So, Adam. Man sieht hier aber auch echt wenig. Oh Mann, ist es hier dunkel. Scheiße. Hier muss man sich ja den Weg aus dem Haus raus. Kämpfen. Scheiße. A gas mask. Finally, I'll be able to last longer in the dust. Tipp, Sie haben eine Gasmaske gefunden. Die Gasmaske reduziert den Ausdauerverbrauch. Bla, weiter konnte ich gerade nicht lesen. Aber das ist super. Das ist genau das, was wir brauchen. Das heißt, wir verlieren jetzt keine Ausdauer mehr oder nur noch wenig. Hier in diesem Staub. Das ist echt super. So, Adam schaltet sein Licht jetzt wieder an. Ach du Scheiße, Nacht und Staub, hier sieht man gar nichts mehr. Aber so eine Gasmaske, die ist echt nützlich. So, wo geht's zum Hotel? Das Hotel ist da drüben. Und wie kommen wir da jetzt hin? Ist ja alles ziemlich verschüttet und zu. Ha. Naja, mal gucken, wenn ich hier lang gehe und dann muss ich ja hier irgendwie rüber. Aber ich glaube, wir können die Straße da nicht überqueren. Wir müssen mal gucken. Das hier ist der Weg, wie wir zurückgekommen sind. Da waren wir bei dem Schiff. Na, wir müssen wahrscheinlich erstmal irgendwie nach unten. Das heißt, in diese Richtung. Oha. Das ist hoffentlich hier jetzt die richtige Richtung. Ja, sieht gut aus. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem manchmal wieder hochklettern, weil wenn wir normal stehen und laufen, ja, da regeneriert sich halt unsere Ausdauer nicht. Aber sie, also wir haben halt viel mehr Zeit. Verbraucht sich nicht so schnell. Und da drüben rennt schon wieder irgendjemand lang oder humpelt er. Wie so ein Rumpelstilzchen, das ums Feuer rennt. Seht ihr da drüben? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, den haben wir schon mal gesehen. Aber da kommt man auch nicht ran, der ist ja so isoliert. Komm hier mal hoch, Adam. Und dann mal einfach mal durchatmen, dass weil da oben dann bessere Luft ist. Dann kriegen wir wieder mehr Ausdauer. Komm, hochziehen und hoppla. So, jetzt kannst du durchatmen, super. Und jetzt geht's wieder runter. Komm, seil dich mal ab. Hui. So. Tja. Ich bin echt gespannt, wo wir jetzt lang müssen. Hier vielleicht hoch. Aber da gab's doch da oben so eine Art Terrasse auf dem einem Dach. Vielleicht können wir von dort aus weiter. Was höre ich denn hier? Alter, eine Explosion. Was ist hier los? Scheiße. Was ist hier los? Ach du Kacke, da vorne leuchtet. Also irgendwas brennt oder ist ein Helikopter da gerade reingeflogen? Warum gibt es jetzt hier noch Helikopter? Was ist passiert? Ach du Scheiße. Und da vorne saß die Frau, die wir mal gerettet haben. Die natürlich jetzt hier nicht mehr ist.
Mann. Cut aktualisiert. Ach, vielleicht ist durch diesen Unfall da drüben, oder wie man es nennen soll, vielleicht ein Weg entstanden. So, hier wird uns angezeigt, wie wir da rüberkommen. Das heißt, wir müssen da drüben bei der Bahn lang. Da seht ihr da oben da dieses... Ja, da müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie langhangeln. Über dieses... Was ist das eigentlich? So ein Träger, wie so ein Stahlträger. Von dieser Konstruktion da. Aber wie kommen wir jetzt da... Ach nee, da ging's runter. Das weiß ich noch. Hier konnte man sich irgendwo runter rutschen lassen. An so einem Rohr. Hier, ja. So. Jetzt können wir da wieder hin und dann nach hoch und dann rüber. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie dann einen gewagten Sprung machen, um da ranzukommen. Aber erstmal müssen wir hier hoch. Oh mein Gott. So, dann einmal jetzt hier nochmal hochziehen, super. Gut, und hier ist auch wieder frische Luft. Naja, ganz so frisch jetzt auch nicht, aber... Ach komm, ja, super. Ach, und da ist ein Hakenpunkt. Den können wir jetzt mit E uns einmal hier... Und komm, einmal rüberschwingen und zurück und vor und hoppla! Ja, super. Das wäre schon mal geschafft. Und jetzt gucke ich auf die Karte. Okay, jetzt müssen wir hier wieder runter. Was leuchtet denn da unten? Ist da jemand? Komm schon, Adam. Was ist das? Was leuchtet hier so? Es war mal ein Feuer. Das brennt aber nicht mehr, aber leuchtet immer noch. Entweder ein Bug oder es wird irgendwie angestrahlt. Tja, was nicht alles in so einer Welt funktioniert, hä? Oder die Flammenanimation fehlt einfach. So, jetzt hier lang. Und da ist dann das Hotel geradeaus, wenn da nicht wieder irgendwas im Weg liegt. Und man sieht ja auch nichts. Und ich hoffe... Ach, hier ist ein Schmerzmittel genau vor uns, hier neben der Bushaltestelle. Und hier ist wieder eine Leiche, beziehungsweise nur noch das Skelett. Oh mein Gott. So, Karte aktualisiert. Ach, da ist wieder was im Weg, aber hier... Haben wir noch was? Was ist das? Ein Soda-Getränk. Die sind auch immer ganz gut. So, die Frage ist, kommen wir rechtzeitig zum Hotel? Weil unsere Ausdauer wird ja immer knäpplicher. Jetzt haben wir noch die Hälfte, aber ich glaube, das sollten wir noch schaffen. Vielleicht sollte ich einfach nicht sprinten. Dann reicht die vielleicht ein bisschen länger. So, komm, wir sind fast da. Aber ich werde trotzdem jetzt mal ein bisschen sprinten. Sieht nicht so aus, als ob die sich jetzt so stark verbraucht, weil ich suche mal, ob hier noch irgendwo ein Item ist oder so. Oh, hier geht's nach unten. Okay, da hat uns der Adam wieder einen Tipp gegeben, dass der Haupteingang zum Hotel ist kaputt. Hat ein bisschen genuschelt, der Gute unter der Maske. Hat man nicht mehr so viel verstanden. Aber wir sollen... den Seiten, den Hintereingang benutzen. Wer weiß, wer da schon wieder auf uns lauert. Also, ich rechne ja hier mit allem. So ein Item lag jetzt hier nicht rum, oder? Und hier unten? Ja, auch nicht. Gut, ich hoffe, da drin ist gute Luft. Oh mein Gott, das ist knapp jetzt mit der Ausdauer. Und einmal da hineinspaziert. So, Gegner zu überraschen ist eine gute Strategie. Mays Mutter retten. Das Missionsziel wurde aktualisiert. Oh, gucken wir mal auf die Speisekarte. Was gab es denn hier mal früher? Na komm, leuchtet die mal an, Adam. Special sehe ich da, aber sonst... Aha. Kaffee. Aber sonst ist kleiner da in Rot, kann ich nicht erkennen zum Beispiel. Aber scheint ja hier, scheint mir so, als ob man hier ganz gut essen konnte. Früher. Damals. Vor dem Event. Und wer ist das? Okay. An
don't think he's one of them. Doesn't look like one of the guys who grabbed us. One of them broke my ankle while tying me up. We escaped and hid here, but I need to tape up my foot before I can even think about running again. Oh Scheiße, die brauchen Hilfe. Die bösen Typen, die hier in der Nähe sind, das bestätigt mir, glaube ich, mal wieder mein... Oh, sie brauchen Erste-Hilfe-Pack. Meine Vermutung, was hier los ist. Und das geben wir ihr dann mal, natürlich. We're lucky you came by. Aber ich glaube, das war jetzt nicht die Mutter von May, oder? She was brought in this morning. She's probably been welcomed already. She must be in the bedrooms on the fourth floor. Da haben sie die also begrüßt. Naja. Wie, das möchte ich gar nicht wissen. So, ihr Armen. Ihr könnt jetzt da mal wieder gehen und flüchten, aber draußen ist eine Menge Staub, du. Good luck and hurry up. The quicker she's out of here, the better. Ja, das sehe ich auch so. So, mal nochmal Rattenfleisch. Und was ist hier noch? So ein Schmerzmittel. Gut. Ach du Scheiße, ja, mal gucken. So, hier ging's ja gar nicht lang. So, dann mal hier kurz kleine Parcours machen. Aha. Please seat yourself. So. Hier sind wir wahrscheinlich in so einem Hinter-Dingens. Und was haben wir denn hier jetzt im Hotel? Anscheinend so eine Treppe. Hier ist vielleicht so ein Empfangsraum oder so. Da sehe ich doch schon welche. Ach du Scheiße, und die reden über uns. Das sind drei Typen. Einer ist einer, der nennt sich Bulletproof wahrscheinlich mal wieder. Nee, vier, da unten ist noch einer. Den müssen wir in einem Headshot drücken. Dann kriegen wir aber auch eine Weste. Aber wir haben ja noch eine volle Weste. Und was ich jetzt erstmal machen werde, ist noch schnell was essen. Ach, wir haben immer noch ein Medikit? Das ist natürlich super. So, ein Schmerzmittel mal reingedrückt. Also zwei Pfeile. Dann gucke ich mal, hat einer von denen eine Pistole? Scheiße! Scheiße, wer hat denn hier die Pistole? Ey, jetzt zieh doch mal, spann den Bogen, Adam! Komm schon! Alter! Oh! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Alter, die waren ja eiskalt! Ich konnte den Bogen gar nicht spannen, weil die mich immer wieder angehittet haben. Lass mal hier schnell ein Medikit rein. Ja, ich glaube, das muss sein jetzt, oder? Können wir irgendwie uns anders helfen? Ah, scheiße, Mann. Müssen wir echt das Medikit nehmen. Oder ich versuch's mal so und so und so. So, jetzt haben wir Gott sei Dank wieder eine Weste, aber Alter. Ihr Penner! Scheiße, aber das haben wir Gott sei Dank noch geschafft. Keine Wiederholung verschwendet. Aber es ging ganz schön auf die Ressourcen jetzt, muss ich sagen. So, da hinten sehe ich... Ach, ein Medikit. Das ist super. Machen wir jetzt wieder zwei. Alles klar. Oh mein Gott. Du wirst jämmerlich krepieren. Ich könnte die zwei jetzt erledigen, aber ich lasse die immer elendig verrecken. Ihr Penner! Die ihr Frauen vergewaltigt. Euch hier einfach im Hotel haltet. Ah. So, noch Spasten. So, wo geht's jetzt weiter? Hier wahrscheinlich nach... Nee, von Kamin. Ich kam von unten. Okay, und hier geht's anscheinend weiter. Dann wollen wir da mal... Komm, Adam. Einmal hoch mit dem Ding. Na, komm schon. So, ich muss mal kurz gucken, ob wir... Ja, wir haben beide Pfeile wieder. Ich wechsle jetzt schon mal auf den Bogen, weil... Sehe ich doch schon wieder einen Schatten da. Ach du Scheiße. Und da vergnügen sich zwei Männer. Den Frauen beim Tanzen zuzugucken. Ja, und der passt wahrscheinlich auch auf, dass sie tanzen, ja, mit der Pistole da hinten. Den nehmen wir als erstes raus. Hat der auch eine Pistole da? Das kann ich nämlich nicht erkennen.
Ich werde auf jeden Fall den da vorne als erstes ausschalten, das zweite ist der hier, auf den jetzt der Pfeil zeigt.